Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Create Life 4. Wir gehen heute was ganz Besonderes an, nämlich die Schematic Cannon. Dafür habe ich auch schon mal ein paar Sachen zusammengesucht. Das sind die hier nämlich. Denn die craft man so. Kanone. Mit einem Dispenser. Da habe ich den einzigen Bogen, den ich hatte, im Lager rumfliegen hatte, für benutzt. Den Schematic Table sowie hier eine Empty Schematic, die wir aus dem machen. Genau. Empty Schematic und damit Schematic and Quill. Und ich hoffe jetzt, dass er auch Barrel akzeptiert. Das sollte aber meiner Meinung nach gehen. Denn wir können das Ganze jetzt hier hinstellen. Jetzt einfach mal in die Seite. Wir können das hier hinstellen. Wir können jetzt mal zwei Barrel einfach hinstellen. Und jetzt haben wir hier das. Und das. Und das. Wie wir jetzt weiterverfahren, seht ihr nach einem kurzen Cut. Denn dafür muss ich kurz was aufbauen. So, die Wand steht, die erste, und jetzt können wir nämlich mit der Schematik, die wir hergestellt haben eben gerade, natürlich fängt es an zu regnen, wo habe ich die Schematik, Schematik hingetan, hier ist sie, und jetzt können wir nämlich hier hingehen, können erste Position, zweite Position festlegen und können jetzt die benennen. Nennen wir es Fabrikwand. Wand 1. Save. Und jetzt können wir hier in den Table gehen, können mit einer Schematik, vielleicht geht die auch, können das auswählen, genau, jetzt habe ich halt die Feder verschwendet, aber ich habe ja noch eine. Und jetzt haben wir hier diesen Rahmen, kann ich da erstmal rechts klicken. Und jetzt haben wir hier eine Wand, womit ich jetzt, wenn ich Steuerung gedrückt halte, die mit X und Z in der X und Z Ebene verschieben kann. Und wenn ich dann jetzt Alt gedrückt halte und also ja und dann halt mit dem Mauspad scrolle, kann ich jetzt in dem Tab, wenn ich wieder Steuerung drücke, die hoch und runter setzen. Die ist aber in der richtigen Höhe. Hier können wir die woanders hin platzieren lassen. Irgendwie. Und hier könnten wir sie rotieren lassen. Meinetwegen zum Beispiel, wenn wir jetzt das für die Seite machen. Oder für die Seite da machen. Aber wir wollen es genau so haben. Sprich, das passt. Und das weiß ich gerade gar nicht. Okay, da kann man irgendwie einen Mittelpunkt festlegen oder so. Ups. Ja, aber jetzt brauchen wir erstmal X und Z Koordinate. Da können wir das so machen. Und wenn wir jetzt auf diese Seite gucken, da sieht man, also so ist sie, sieht man fast kein Blau, so hier. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann wird das so leicht milchig. Und wenn ich jetzt darüber gehe, geht die Wand milchig. Denn wenn ich dann Steuerung, also Control, halte, kann ich das da verschieben. Wenn ich hier das halte, dann verschiebt sie das da. Je nachdem, wo das Fadenkreuz drauf ist.
Wir wollen das Ganze aber noch ein bisschen ranschieben. Nicht da, wo es da halt auch ist. Und jetzt können wir das Ganze... Jetzt seht ihr, hier steht die Wand, aber man kann noch durchlaufen. Es ist nämlich nur eine Fata Morgana. Ich kann nicht mehr reden. Ja. Jetzt könnte ich hier Harry Potter und Gleis 9 3 Viertel spielen, einfach durch die Wand rennen. Und schon bin ich auf der anderen Seite. So, jetzt können wir hier die Schmettig reinlegen. Genau, jetzt hat er da das erkannt. Jetzt brauchen wir noch ein Buch. So, jetzt habe ich ein Buch geholt. Und das können wir jetzt da oben reinlegen. Jetzt schreibt er da drauf, Material Checklist. Wird das jetzt uns angucken. Dann sehen wir, was alles fehlt, was da ist. Und wenn wir das Ganze jetzt hier in die Kiste reinlegen, dann... sollte er uns das gleich mal anzeigen. Ich mache gleich hier mal nochmal mehr Kabelding raus. So, Kabelgranit. Scheiben rein, das rein, Torch rein. Und jetzt können wir das Ganze noch einmal wieder reinlegen. Jetzt schreibt er wieder drauf. Und jetzt sollte man hoffentlich sehen. Er hat noch nichts. Heißt, es könnte sein, dass er den Barrel nicht anerkennt. Tun wir es also mal im Barrel nebenan rein. Machen nochmal so. Und jetzt hat er es erkannt. Okay. Wir haben nämlich hier jetzt Haken hinter. Und hier, weil das so lang ist der Name, ist er da drunter. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Granit. Und Kabelgranit und so. Und dann soll das Ganze passen. Ich hole mal kurz die Sachen ran. Ich habe also gerade nochmal das neu gemacht. So, und wenn ich jetzt das Buch nochmal rein tue, sollte hoffentlich alles da sein. Ja, alles grün. Dann können wir das Buch erstmal beiseite legen. Ich tue das jetzt erstmal hier rein. Genauso wie das. Und jetzt brauchen wir hier einmal Gunpowder, denn ein Gunpowder füllt irgendwie so 400 Schüsse auf. Ich hole mal kurz eins. So, jetzt habe ich Gunpowder. Jetzt kann ich das da oben reintun. Jetzt haben wir da 400 Schüsse, also beziehungsweise 399. Jetzt habe ich 20% aufgefüllt. Und jetzt steht da auch ready. Das heißt, wenn wir hier nochmal gucken, können wir hier verschiedenes an und aus schalten. Erstmal was? Okay. Also es gibt Missing Blöcke. Okay. Verstehe ich noch nicht ganz. Aber sollte theoretisch jetzt mit Missing Blocks, also wenn die leer sind, dann sind sie leer. Jetzt können wir hier jetzt sagen, ready. Und jetzt hört man schon die Kanone. Und er baut uns automatisch das auf. Und sollte theoretisch, ich weiß nicht, ob er da auch immer einen setzt. Ne, die lässt er tatsächlich aus. Okay, gut. Und hier, die sollte er theoretisch überschreiben. Und somit baut er das Ganze auf. Geh mal kurz schlafen. Und da hat er auch eben gerade die Blätter ersetzt. Und so kann man dann relativ easy große Sachen bauen. Also sei es große Wandflächen oder ganze Gebäude sogar. Oder Züge. Für Create. Das kann man alles damit einscannen und vervielfältigen. Und ja, so hat man dann das Gute, dass
man nicht da rumturnen muss und die einzelnen Blöcke immer setzen muss. Es ist zwar sich wiederholend das Muster, aber ich glaube, es fällt nicht auf, da ja zwei Fenster, also da nur jedes zweite sich wiederholt sozusagen. Ich hätte jetzt auch einfach eigentlich nur eins einscannen müssen. Aber so ist ein bisschen mehr Wiederholung drin. Nicht Wiederholung, also Abwechslung. Der hat gerade ein Geräusch gegeben, dass er fertig ist. Jetzt haben wir eine Empty Schematic. Jetzt können wir, also ja, mit der Empty Schematic wieder hier hingehen. Können wir das auswählen, sobald wir mehr haben, in dem Ordner haben. Können wir auch hier scrollen. Steht ja Scroll Tool Select. Aber momentan haben wir nur das. Können wir das wieder auswählen. Und können das Ganze wieder so schieben, wie wir es haben wollen. Sprich so. Und ja. Können das Ganze dann hier reinlegen. Und gucken, ob wir noch genügend Blöcke haben. Scheint gut auszusehen. Sprich, wir können gleich die zweite Runde starten. Und so habe ich gerade, weiß nicht, also es ist jetzt alles uncut gerade. Ich habe vielleicht gerade innerhalb von 5 Minuten 2 Wandstücke gebaut, wo ich vorher für das erste irgendwie, glaube ich, eine halbe Stunde ungefähr gebraucht habe. Natürlich halt auch um noch, also während ich Material besorgen musste, das zählt halt auch noch dazu, zu der halben Stunde, die ich dahin gebraucht habe. Und ich glaube, nach dieser Wand gehen mir auch tatsächlich die Granitsachen aus. Sprich, ich muss eine kleine Granitsammeltour machen. Und würde das Ganze hier einmal rundherum platzieren. Hierhin wird es besonders, denn da kommt irgendwie nochmal eine Tür hin. Beziehungsweise die komplette Wand müsste ich nochmal überlegen, wie ich sie mache. Aber wenn ich Glück habe, passt die dann hier auf die Seite und auf die Seite. Und in der Mitte ist Platz in der Tür. Mal gucken. Das seht ihr gleich nach einem kurzen Cut, wie es fertig aussieht. Und danach geht es daran, dass wir den Steam Boiler komplett abbauen und hier in die Fabrik bauen. Sprich, dann hier hinter diesen Berg erstmal terraformen. So, die Kanone ist fertig. Nice. Und ja, jetzt gehen die Sachen langsam aus. Sprich, also zum Beispiel auch die Fenster. Sprich, ich hole mal Nachschub. Und ich sehe gerade, ich habe oben die Fackeln vergessen mit einzuscannen. Das sollte nicht so tragisch sein. Da sollten jetzt nicht so viele Mobs drauf spawnen. Und irgendwann kommt ja auch das Dach drauf. Jetzt aber erstmal kurzer Cut und dann sind wir gleich mit den ganzen Wänden fertig. Und vielleicht sogar auch schon mit den von unserer Base. Ich weiß es noch nicht. So, ich habe jetzt erstmal nicht weitergemacht. Für mich ist es eine neue Aufnahmesession. Und ich habe jetzt hier mal Stufen und so aus Kupfer hin platziert. Sehr viele Rohre. Die Leute, die sich die Folgen von Ultra Lightcore angeguckt haben, wissen, das ist ungefähr das Design, wie wir es dort bei den Fabriken auch verwendet haben. Natürlich ist es nicht 1 zu 1 das gleiche Design. Ich wollte mal was anderes versuchen. Hier fehlt noch ein Bracket. Und hier auch. Aber an sich, so wäre das dann. So, die Brackets sind jetzt gesetzt. Jetzt kann ich euch kurz mal zeigen. Wenn ich das nämlich jetzt einspeichere, also da muss ich erstmal von der anderen Seite hingehen, beziehungsweise ich kann auch einfach hier diesen Block auswählen und dann gehe ich bis da oben an die Kante und jetzt können wir das Fabrikwand 2 nennen.
safe. Und da können wir jetzt mit einer Empty Schematic in den Schematic Table gehen. Und jetzt können wir hier auch scrollen, wie ihr seht. Das, was ich ja vorhin angesprochen hatte. Wir haben jetzt 1 und wir haben 2. Jetzt das lade. Und jetzt dann nochmal hier hin platziere. Und wieder so verschiebe, dass es passt. Dann sollte er jetzt im zweiten Durchgang auch oben die Fackeln machen. Perfekt. So. Das kommt hier rein. Und gucken wir mal, was alles so fehlt. Natürlich, genau, es fehlen die Copper Tail Stairs und die Fluid Pipes. Und ja, an sich fehlt das halt für die ganzen Wände. Aber ich kann das nächste Segment auch gar nicht machen, weil mir da der Granit fehlt. Also sprich, wir müssen so oder so nochmal Granit holen. Und Kupfer. Dementsprechend, ich mache mich auf eine kurze Sammeltour. Und wir sehen uns wieder, entweder wenn das Interessantes zwischendurch ist. Oder wenn ich mit den Wänden, also zumindest die Seite und diese Seite habe. Hier an den Enden gucke ich mal. Vielleicht habe ich die dann auch schon. So, nachdem ich jetzt verzweifelt danach gesucht habe, also nach Kupfer, habe ich ein Pick Traveler's Backpack gerade gefunden. Und anscheinend macht das nichts. Ich habe gerade mein Creeper Backpack mal abgesetzt. Und um das zu testen. Und jetzt fällt mir aber auch erst auf, also ich dachte schon immer so, warum habe ich eins im Inventar, wenn ich es doch angezogen hatte. Und in der Folge, wo ich das bekommen hatte, war das auch dann erst nicht im Inventar gewesen. Entweder es hat sich dupliziert, oder ich habe irgendwann ein Traveler's Backpack eingesammelt, ohne dass ich es gemerkt hatte. Was halt genau das gleiche war. Aber ich gehe irgendwie davon aus, dass es sich einfach dupliziert hat. Ich weiß es nicht. Aber ich habe jetzt irgendwie auf jeden Fall... mehrere Backpacks? Maybe... Also ich weiß nicht, wieso ich jetzt noch ein Creeper Backpack habe. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr denkt, wo ich das herbekommen habe. So, ich habe jetzt schon mal angefangen, Maschinen hier aufzubauen, diese manuellen. Zum Beispiel diese Maschine. Die läuft jetzt automatisch. Jetzt ist hier gerade der NSZ ausgegangen. Aber so haben wir aus Holz direkt direkt dann die Casings. Ich kann auch da was anderes reintun, aber ja, ich habe es extra groß gemacht und es kann auch sein, dass ich das Ganze noch mal nach hier verschiebe, weil hier in die Mitte die Tür kommt. Das weiß ich aber noch nicht ganz genau, deswegen steht es jetzt erstmal so. Es kann nämlich auch sein, dass ich, wenn ich sie umbaue, dann das Förderband nur 2 groß mache. Aber erstmal läuft es. Hier ist alles mit Mixen, Kressen, Deployern, Befingern. Keine Ahnung, wie man es nennen soll. Hört sich alles falsch an. Genau, und hier ist der Crafter. Und hier vorne halt die Schienenfabrik. Denn ich baue jetzt, da ich noch ein bisschen auf Kupfer warten muss, hier das langsam nach und nach um. Aber jetzt nach diesem jetzt gleich kommenden Cut sollte die Fabrik hoffentlich stehen. Wenn alles gut geht. Und das steht dann da drin. Und der Berg ist weg. Also
kurzer Cut und dann sehen wir uns wieder. Und das Ganze ist alles wunderbar am Pressen und Mixen und Fingern. Was, oder was auch immer der Deployer da macht. Wir haben es tatsächlich geschafft. Er baut es endlich. Hier hat es sogar schon mittlerweile angefangen zu oxidieren, was gar nicht so schlimm ist. Denn wer meine Ultralightcore-Fabrik kennt, der weiß, dass diese Zwischenstücke auch grün waren. Ich kann sie jederzeit ja auch mit der Axt wieder entoxidieren und sozusagen ich komme ja nicht mehr hoch, sozusagen mit Wachs so machen, dass die nicht mehr oxidieren. Ich baue jetzt das Ganze nochmal weiter und wir sehen uns gleich wieder. Und das Ganze produziert auch. Perfekt. Das jetzt hier hinsetzen und jetzt seht ihr schon, es steht falsch rum. Und jetzt kann ich hier mit Alt, steht da, Left Alt, kann ich das Ganze so auswählen. Und wenn ich jetzt Steuerung drücke, kann ich das Ganze drehen. Wenn ich jetzt wieder Alt drücke, kann ich es wieder um die X- und Z-Achse verdrehen. Ich habe den Boden bei 2 um 2 Blöcke gekürzt, weil es sonst nicht aufgehen würde. So. Und dann sollte das theoretisch soweit passen. Jetzt kann ich mit der Schematik zur Schematik Cannon gehen. Wieder reintun. Und nochmal ein Buch reintun. Sagt das Buch. Es fehlen wieder mal Stairs und Fluid Pipes. Ist das, was am meisten benötigt wird irgendwie. So, das Gebäude steht jetzt. Ich habe die Eingänge auch gemacht. Ich zeige jetzt nicht so viel von den Eingängen, aber soweit kann ich es schon mal zeigen. Denn ich habe vielleicht schon in die Fabrik was gebaut, was für die nächste Folge ist. Und falls ihr euch jetzt fragt, ja, das sieht aber sehr komisch aus. Ich weiß, es ist eine Übergangslösung, denn das ganze Gebäude wird in der Mitte, also über dem Fenster, was über der Tür ist sozusagen, den höchsten Punkt haben. Es wird so von beiden Seiten schräg in die Mitte zulaufen, nach oben natürlich. Aber da ich noch nicht ganz weiß, wie ich das Dach aufteilen werde, wie viele Blöcke Steigung das hat, habe ich es jetzt erstmal so gelassen. Einfach um es vollständig zu haben. Das Fenster wird entweder weiter höher rutschen und größer werden, je nachdem wie weit ich nach oben gehe. Es wird aber vielleicht auch so sein, dass ich von da, wo die Tür jetzt endet oben, Catwalks hier über die Gleise lege, die dann hier irgendwie hingehen zu meiner Base. Womit ich dann sozusagen dort oben den Eingang habe und unten kein Eingang ist, dass ich sozusagen unter den über die Gleise gehen kann. Problem dabei ist nur, die Mod, die das mit diesen Eisentreppen macht, beziehungsweise die Eisentreppen an sich, sind aus irgendeinem Grund in dieser Version des Modpacks nicht drinnen. Die es schon seit, glaube ich, Create Life 1 gibt. Aus irgendeinem Grund, entweder funktioniert die Mod bei mir nicht, aus irgendeinem Grund, oder irgendwie ist sie nicht mit dem Modpack drin. Ich versuche das Modpack mal Ende der nächsten Folge zu upgraden,
Deswegen bleibt dieser Eingang erstmal so provisorisch, wie er jetzt ist. Hier hinten sieht das dann auch nochmal ein bisschen besser aus, weil einfach höher, der Eingang ist höher. Da ich auf der anderen Seite das sozusagen ja um 2 Blöcke erhöht habe. Nächste Folge werde ich das auf jeden Fall noch nicht gefixt haben. Und in der nächsten Folge machen wir was ganz Besonderes. Werde es jetzt noch nicht verraten. Ihr könnt es so ganz grob auf der Minimap sehen. Aber man sieht da auch noch nicht so viel. Ich würde aber jetzt sagen, es war eine lange Folge. Ich hoffe, ich kriege sie irgendwie innerhalb einer 20 Minuten, maximal 25 Minuten Folge alles rein. Ansonsten kann es sein, dass ich die Folge mittlerweile schon in 2 geteilt habe. Das musste ich jetzt schon öfters mal machen, weil es einfach zu lange gedauert hat. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und falls ihr Bock habt, schaut gerne in der nächsten Folge vorbei. Abonniert auch gerne den Kanal, um die nicht zu verpassen. Und damit ciao, Leute.